Sein Selbstbewusstsein ist unerschütterlich. Seine Führung über 8 Meter. Aber er will mehr. Er will hier noch ein richtig weites Ding. Julian Weber. Ah, besser angesetzt. Und der ist dann noch mal deutlich weiter. Eine Weltklasseleistung von Julian Weber. Hofmann verletzt, Vetter verletzt, Röhler weit weg von alter Form. Und dann springt der Mainzer hier ein, schon im vergangenen Jahr. Aber auch mit diesem Versuch hier, der ihm wirklich sehr gut geglückt ist. 88-72. Ein sensationell starker Wurf in so einem Stadion. Und die klare Führung für Julian Weber.